grüße euch. Heute sprechen wir erstmal über das Haus von 120 Quadratmeter. Einige Details werde ich euch zeigen. Auf jeden Fall, was unser Standard auch angeht, damit ihr ungefähr Ahnung habt, womit und mit welchen Materialien wir arbeiten und wie unser Standard aussieht. Also, bleibt dran! So, da sieht man auch die Fenster. Die sind mit leichtem Aufpreis, also wie man sieht, richtig gespiegelt. Ich glaube, dass man das ja richtig auf Deutsch sagt. Und richtig verdunkelt, das heißt also von außen sieht ihr nichts. Und von innen ist es ja ganz gut gelöst. Das heißt also, man kann es auf jeden Fall alles sehen. So, hier zum Beispiel im Bad benutzen wir meistens kleinere Fenster. Ihr seht ja im Vergleich zu dem Wohnzimmerfenster. Also 1,60 auf 1,10 sind die Fenster. Also so sehen die auch von innen aus. Das heißt also, ihr seht, hier habe ich ja halb aufgemacht. Also man kann auf jeden Fall schön durchsehen. Also ich finde auch gute Lösung. Hier sind die Rahmen dunkel. Ja, also die Farbe sowohl des Glases als auch der Fensterrahmen könnt ihr individuell wählen. So, das Haus, wie gesagt, von innen grundiert und nächste Woche, wenn alle Fenster eingesetzt sind, machen wir es weiter. So, jetzt heute könnt ihr sehen, dass es etwas kälter ist. Ich bin halt etwas wärmer angezogen, so Arbeitskleidung. Aber wie gesagt, werde ich euch gleich einige Bilder zeigen, dranhängen einfach, damit ihr unser Standard seht. Grundsätzlich sieht es so aus, dass jeder von euch im Prinzip freie Wünsche äußern kann. Das heißt also, wir haben gewisse Standards und falls ihr andere Fliesen zum Beispiel nehmt, zahlt ihr natürlich diesen Unterschied ganz genau, wie es in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich ist. Also bei freier Planung. Und auch gibt es individuelle Planung, wo wir sowieso individuell mit euch selbstverständlich diese konkrete Sachen, sei es Fliesen, sei es Fenster, Fensterrahmen, Glas etc. etc., da werden wir alles individuell mit euch absprechen. Von daher gibt es überhaupt gar kein Problem. Und zu den Preisen habe ich mich schon x-mal geäußert. Und die Preise steigen natürlich jeden Tag, aber ich werde euch auf jeden Fall unten in der Beschreibung nochmal so ungefähre Preise sagen. Aber ich denke oder ich bin mir sicher, dass die Leistung auf jeden Fall im Vordergrund stehen sollte. So, ich hoffe, es hat euch ja gefallen und wir haben euch im Prinzip ein Angebot, damit ihr im Prinzip seht, was wir überhaupt hier anbieten. Grundsätzlich ist so, ich gebe euch unten in der Beschreibung, also nicht unbedingt in der Video unten, sondern in der Videobeschreibung, ja, da müsst ihr einfach aufmachen und da seht ihr die kurze Beschreibung, gebe ich euch auch einige Links, wo ihr auch sanitäre Sachen sich anschauen könnt. Ja, also das gibt ja viele, wie Mercantil zum Beispiel auf der Eusebio Ayala. Also es sind wirklich nette Geschäfte, ganz gut gemacht, auf einem großen, hohen Niveau. Also man kann praktisch heutzutage wirklich fast alles in Asunción bzw. im Großraum Asunción kaufen. Also es lohnt sich kaum, Sachen meiner Meinung nach
aus Deutschland mitzunehmen. Gut, es sei denn, jemand hat ja gewisse Vorlieben, also da ist überhaupt gar kein Problem. So, wie man sieht, man kommt voran. Das Grundstück wird nochmal aufgefüllt. Kann ich euch nochmal kurz zeigen. Und heute ist gerade mal schlechtes Wetter. Man sieht also bedecktes Himmel. Also da könnt ihr richtig die Hinterseite des Hauses sehen. So, und das wird ja aufgefüllt. Und wird auch mit schönen Steinen eine, ich sage mal nicht Stützmauer gemacht, aber sowas in die Richtung, damit letztendlich das Grundstück oder Nivell des Grundstückes natürlich ausgeglichen wird. Und wie wir das machen und wie es nachher fertig aussieht, werde ich selbstverständlich in weiteren Videos darüber informieren. Hier nochmal die schöne Aussicht, also im Moment sieht er wirklich gut aus. So mit diesen kleinen Wolken, es wird langsam dunkel. So könnt ihr auch die andere Seite des Hauses sehen mit den starken Wolken. Also, falls ihr Interesse habt oder weitere Fragen habt, gebe ich euch unten selbstverständlich unsere Kontaktdaten. Wir stehen euch gerne zur Verfügung. Mach einfach den ersten Schritt, bevor das ganze Geld in Deutschland weg ist. So sehe ich das. Also so ist meine Meinung, dass man auf jeden Fall investieren sollte. Und ihr habt auf jeden Fall, wie man da so schön sagt, nicht nur Plan B, sondern meiner Meinung nach Plan A. Also ihr könnt Grundstücke erwerben und dann mit uns natürlich schlüsselfertige Häuser erstellen. Also lasst euch die Angebote geben, denkt auch mit, zeigt uns eure Wünsche, einfach auf dem Papier gezeichnet und wir können euch den Preis sagen. Und die restlichen Sachen klären wir auf jeden Fall bei einem persönlichen Gespräch. Also bis dann, mach's gut. Vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr ihn noch nicht gemacht habt. Teilt das Video auf jeden Fall. Es ist wichtig an eure Bekannten über Twitter, über Facebook, über andere Social Media. Und links wie immer gebe ich euch weitere Empfehlungen aus unserem Paraguay Live Kanal. Also bleibt dran, was wichtig ist. Ich persönlich habe schon 20 Jahre Erfahrung in Paraguay. Das kauft ihr in Anführungszeichen mit. Also, bleibt dran. Ciao, ciao.